Hallo und willkommen zurück bei einem neuen Let's Play hier, bei einer neuen Folge FIFA 23 Karriere. Bürger möchte gerne spielen, das können wir arrangieren. Und ja, ich habe jetzt versucht, wie in der letzten Folge schon gesagt, noch Trimmitsch zu holen, aber der ist aktuell noch zu teuer, deshalb habe ich jetzt Duck mal auf die Transfersliste gesetzt. Dann bekommt Cesar mal eine Pause, dann darf mal wieder noch irgendein anderer ran. Er darf mal auf die Bank. Ja, wir haben aktuell, nach der Folge schaue ich mal noch, glaube ich, steht unser Kader soweit. Wie gesagt, Trimmitsch möchte ich gerne, vielleicht noch einen Innenverteidiger, aber da bin ich mir noch nicht sicher, weil Mikic würde ich, denke ich, doch noch gerne ein Jahr behalten. So als erfahrenen Abwehrspieler wäre das vielleicht gar nicht so schlecht. Und wie gesagt, bei Trimmitsch schauen wir einfach mal. Vielleicht auch in der Winterpause oder nächste Saison. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Den möchte ich Sie auf jeden Fall sehr gerne noch herzlich zu haben. diesem heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind heute wie üblich Ihre Kommentatoren. Und bei uns geht es am heutigen Tage um ein Spiel in der zweiten Bundesliga. SC Verl gegen 1. FC Magdeburg. Die Gastgeber haben in den ersten beiden Spielen eine hervorragende Leistung gezeigt. Man hat schon 4 Zähler auf dem Konto und das ist deutlich mehr, als man erwartet hatte. Ich bin gespannt, ob die so weitermachen können, ob sie auch heute wieder so stark auftreten. Ja, Magdeburg hat bis jetzt einen Punkt. Die sind jetzt nicht die Welt, aber man weiß es auch nicht. Es wird sich immer erst später, kann sich sowas raus. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Ja. Die erste Parade war gut, aber dann bekommen sie halt den Nachschuss und dann fällt das Tor. Da war die Abwehr ein bisschen unaufmerksam. Artig macht das 1-0 für Magdeburg. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade, aber der Ball kann nicht geklärt werden und das ist eben gefährlich. Nächste ja, ich Chance, hätte auch mit dem Torwart nicht rausgehen das dürfen. Das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. Sie sind jetzt also in Geht zum Führung. Teil auch auf meine Kappe. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Ja, leitet doch direkt weiter. Komm schon, da jawohl, schön stark. Jetzt kommt Italiano. Könnte der Ausgleich sein. Oh, schade. Das wird Ecke geben. Zu lange gewartet. Ecke kommt in die Mitte. Weiter gefährlich, das war zu halbherzig. Chance auf den Ausgleich. Gute Chance, aber vereitelt, macht er ganz sicher. Ja, das müssen Sie entschlossener machen. Da ist jetzt die aber. Eingabe. Oh, den Back. Klasse gemacht. Gar nicht einfach. Direkt auf den Torwart. Denkt dran, wir wollen nach Möglichkeit den direkten Durchmarsch starten, Leute. Ball läuft gut jetzt. Vielleicht. Vielleicht aber dann nicht. Können Sie da doch nichts draus machen, Ball ist weg. Rufen die jetzt wirklich schon auf Wiedersehen? Ja, ist ein gefährlicher Steilpass. Was für eine Chance. Jetzt aber. Da ist das Tor und Sie haben den Ausgleich. Da ist der Ausgleich. Geht doch. Warum nicht gleich so? Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Ah, da ist damit keiner da. Und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor. Das ist letztlich nur noch Formsache. Bürger trifft. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Schöne Aktion.
versucht es per Lupfer. Schade. Den müssen sie machen. Da sind ja, sie ich weiß. Durch und dann versagen die Nerven. Man kann es ja mal versuchen. Ballverlust. Schuler. Machen sie jetzt gut die Balleroberung. Die Mitspieler kommen ihnen zu Hilfe. Schöner Ball auf Hakono. Es könnte das Führungstor sein. Das ist die Chance. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Angriff damit also. Beendet. Was für eine Parade. Da verhindert er den Rückstand. Na, da hatten wir wieder mal Pech. Sie können sich bei ihm bedanken, dass es hier bei diesem Spielstand bleibt. Schuler. Gutes Tackling. Wolfram heute. Jetzt kann da was entstehen. Immer kritisch im Abseits. Also ganz kurz davor. Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubeln. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Ah. Es geht in die Pause. Es geht in die Pause. Oh, Waldhof führt gegen Schalke. Schalke ist auch nichts. Abgestiegen und dann fängt ja auch direkt der nächste Untergang an. So, jetzt darf auch mal Voss ran. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Auch ist nichts verloren, es steht 1-1. Ja, mit viel Übersicht. Schöner Ball, da ist er. Die Rufe der Fans. Ja. Schieß, 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 schieß. Sieht nach einer guten Chance aus. Ja, es ist viel im Verkehr. Fahr! Schieß! Arsenal hat sich einen neuen Spieler gesichert und das war Super Meccano, jemand, den man schon seit einiger Zeit holen wollte. Ein echter Coup, Wolf, wenn du mich fragst. Alle Beteiligten dürfen froh sein, dass es jetzt zu einer Einigung gekommen ist. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Oh, was war das denn? Oh, der kommt noch. Und der kommt stark. Nee, der geht nicht rein. Klasse Chance, da stimmt fast Italiano alles bei verletzt. Diesem Versuch. Es fehlt das Glück. Und jetzt hoffentlich nichts, Schlimmes. Aber dann wäre eigentlich auch direkt aufgeploppt, dass wir ihn hätte auswechseln müssen. Der Ball läuft richtig gut. Könnte die Führung werden. Hätte gefährlich werden können, aber er ist da. Der Reingabe kommt an den langen Pfosten. Aus dem Angriff wird also nichts. Ball ins Seitenhaus geklärt, sie bekommen den Einwurf. Ja, schwacher Ball hier. Super Pass. Zack, da ist die Führung. Ein Dankeschön geht an die Magdeburger Abwehr. Ja, und den Fehlpass kannst du dann nicht mehr ausbügeln. Das ist dann auch clever zu Ende gespielt. Und was macht's? Ärgerlich. Jetzt steht's hier 2-1. Eine enge Kiste. Ich glaube, Tore pro Spiel ist der einfach unser ultimativer Killer. Fairer Einsatz hier. Oh, und jetzt machen wir im Spielaufbau so einen Schnatzer. Gefährlich, der Steilpass. Er muss da zum Foul greifen. Ah, oh, das könnte rot sein. Ja, das wird auch rot sein. Da muss er rot zeigen. Das war die Verhinderung einer klaren Torchance. Jede andere Entscheidung wäre nicht angemessen gewesen. Super.
Vielleicht müssen wir gerade schauen, stellen wir um. Können wir noch einmal wechseln? Jawohl. Freistoß, aber kein Tor. Ach, schade, der wäre fast drin gewesen. Gleich wird hier ausgewechselt. Noch ah, sind am hier dritten 20 Spieltag schon Minuten die erste rote Karte. Mal sind wir da eigentlich nicht so, aber das hier war zu heiß. Den mussten wir legen. Da suchen sie jetzt die Lücke. Er schießt. Das ist noch gefährlich. So, der Ball war natürlich mehr oder weniger harmlos, aber die Parade vorher, Puschi, die war richtig, richtig gut. Ja, da hat sich der Torhüter ein Sonderlob verdient. Ganz starke Szene. Sie bleiben bei ihrer Linie, lassen sich von diesem knappen Rückstand nicht irritieren. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Da ist die Chance. Super und was eiskalt. Da ist das Ding. Heutigen Tage, er zeigt, wie torgefährlich er ist. Das hat er sogar ein Spiel. 3-1 heißt es also jetzt. Neun Minuten sind hier noch zu spielen. Pass kommt nicht an. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Der muss doch drin sein. Oh. Schuss und drin. Da war der Verteidiger noch dran. 4-1. Jetzt drehen wir aber hier richtig auf. Bürger mit dem zweiten Tor. So ein Eigentor ist natürlich besonders ärgerlich. Der will ja eigentlich helfen und den Ball abwehren. Und dann kommt's anders. Zählt das das Eigentor? Nein, Bürger bekommt's gut geschrieben. Das wird heute wohl nichts mehr für Sie. Das Spiel ist fast vorbei. Sie können über außen kommen. Und sie machen nichts aus der Chance. Ball ist weg. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Die Rufe der Fans, die ahnen hier eine gute Chance. Lässt sich ach, nicht beirren, schade. Aber egal, 4-1. Also, diese Partie. Hätte ich nicht gedacht. Vor allen Dingen nach der roten Karte hätte ich jetzt gedacht, oh, jetzt wird spannend. Jetzt dreht Magdeburg vielleicht noch einmal auf. Aber nein. Oh, und Schalke das zweite Spiel verloren in Folge. Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen sind. Ja. Danke für das Gespräch. Es hat heute sehr gut geklappt. Die Leute, die reingekommen sind, haben mich überrascht. Also Bürger, Doppelpack, richtig geile Sachen. Transfersangebot für Dark. Dark, wie man es auch immer ausspricht. Oh, Frosione. Frosinone will ihn. Nicht, glaube ich, Tabellenerster in der zweiten italienischen Liga. Oh, nehmen wir auch mal an. Kann er hingehen, wo er will. Eine Prellung. Das ist nicht so tragisch. Danke. Ah, gern geschehen. Wie gesagt, wer fragt, darf auch spielen. Und er sitzt eher auf der Bank. Also er spielt ja eh öfter mal. So, aktuell sind wir Dritter. Bochum Erster. Schalke 16. Das ist auch geil. Jetzt spielen wir gegen Sandhausen.
Und dann würde ich sagen, mache ich die Trainingseinheiten. Wie gesagt, mache noch ein paar Verträge. Es glaube ich, ist nur noch einer da. Aber ich denke, wir sind mal soweit gut aufgestellt von der Breite her. Er ist, glaube ich, auch noch auf, ja, auf der Leihliste. Ja, ich denke, ansonsten sind wir echt gut aufgestellt. Wie gesagt, Trimmitsch möchte ich jetzt eigentlich auch nur. Ja, rechter Flügel könnten wir uns eigentlich noch einen holen. Aber auch nicht schlimm, da können ja auch sonstige spielen. Ja, Stürmer haben wir halt eben jede Menge. Können wir ihn sowieso generell verkaufen. Er bringt eigentlich noch am meisten. Obwohl, so viel bringt er eigentlich gar nicht. Er hat mehr Marktwert wie er. Und schauen wir einfach mal. Wie gesagt, wenn ich Trimmitsch bekommen kann, ich warte mal ab, vielleicht auch zur Winterpause. Und ansonsten verlängere ich jetzt mal noch Verträge und dann schaue ich mal noch weiter. Ich bin gerade mal noch am Schauen, wen hatten wir denn jetzt eigentlich noch auf dem Zettel? Babacar. Ja, wie gesagt, das ist es. Kaufvorschlag. Ah, ich kann ihn ja wieder verhandeln. Ich gehe nach der Folge gehe ich mal wieder in die Verhandlung rein. Vielleicht kriege ich ihn diesmal günstiger. Das letzte Mal haben sie sich nicht überzeugen lassen. Und das Gehalt ist halt eben auch mega. Also für unsere Verhältnisse. Ich will ihn aber haben. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge und ich schaue mal weiter. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.